ist diese Zelle eine Krebszelle oder nicht. Wenn ich dir jetzt sage, ich gebe dir einfach diese Lösung und du kannst sie mit 3 Klicks ans Laufen bringen, dann nimmt dir das unendlich viel Arbeit ab. Für mich als Softwareentwickler ist es in erster Linie die Technologie, die wir genutzt haben und wie wir die Plattform an sich entwickelt haben. Alles, was wir gemacht haben, haben wir gemacht mit dem Gedanken im Hintergrund, dass es nachher in die Cloud deployed wird, dass es hochskalierbar sein muss, dass es große Datenmengen verarbeiten muss. Und diese technischen Challenges, das ist das, was für mich den Reiz ausgemacht hat. Wie heißt das Projekt nochmal? Appear. Appear ist unsere cloudbasierte Bildverarbeitungsplattform, die es dir ermöglicht, aus dem Fundus von ganz viel Verarbeitungsschritten in beliebigen Programmiersprachen profitieren zu können und die mit deinem eigenen Code zu verknüpfen. Und zwar einfach per Drag and Drop in einem ganz einfachen Workflow-Editor. Also so wie Peer-to-Peer und dann Appear ist unser Kunstwort dafür. Ist es dein Baby? Das ist mein Baby, ja. Fühlt sich das wirklich so an? Ja, weil ich genau die Kinderkrankheiten kenne, den Weg kenne, wie es zu dem geworden ist, was es heute ist. Die Leute, die heute noch im Projekt sind, einfach jahrelang Begleiter auf meinem Weg waren und auch gute Freunde geworden sind. Und ja, im Prinzip jede Nachricht, die ich bei uns im internen Chat sehe oder in der Außenwahrnehmung, ich immer noch denke, ah ja, das ist das, was ich gebaut habe. Und es ist irgendwie cool zu sehen, dass es jetzt draußen ist und das auch genutzt wird. Und das ist etwas, wo ich meinen Freunden und Verwandten nicht erzähle, naja, ich habe irgendwo einen Webshop gebaut, sondern ich kann sagen, hey, wir haben eine wissenschaftliche Plattform gebaut, die tatsächlich unsere Forschung voranbringt.